Hallo Gamer-Freunde und Ladies, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Deus Ex Mankind Divided. Ja, wir haben wieder einen weiteren Auftrag. Wir müssen nach Daphne Kittfritre reisen. Ich kann es noch nicht richtig aussprechen. Aber daran müssen wir. Jetzt müssen wir... Ja, wir haben immer nie genug Energie irgendwie. So, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt hier unten. Und müssen jetzt zum Pilgerbahnhof. Ne, Moment. Ja, ja. Das ist schon richtig. So, jetzt läuft er wieder zurück. Fünfmal. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. So, jetzt ist er da. Ups. Mein Gott hier. Lass mich doch mal durch. Jensen, komm schon. Mach zu. Okay. Nee, warte, ich mache lieber nochmal zu. Abflug. Ist Miller noch nicht da? Er ist mit McCreadys Team schon zu den Haupthangars aufgebrochen. Wir sollen sie dort treffen. Sind Sie bereit? Na, aber sicher. Ja, ja. Ja, dann mal los. London, zwei Tage später. Weiß er, dass es eine ernste Bedrohung ist? Ja, das ist schon klar. Hunderte von Menschenleben stehen auf dem Spiel. Hoffe, Sie irren sich, Jensen. Ich auch. Schön. Schön. Ziehen Sie Ihre Männer ab, bis ich mit ihm gesprochen habe. Miller out. Planänderung. Mac, Sie und Ihr Team stoßen zu unserem Team aus London. Sichern Sie die Umgebung, bis ich Ihnen sage, Sie sollen vorrücken. Jensen, wir beide sind auf dem Dach. Gibt es ein Problem? Ende des Gesprächs. Nähern uns dem Zielgebäude. Ihr Mantel, Sie werden ihn brauchen. Ach, die dürfen nicht wissen, dass der augmentiert ist.
oder nie sehen. Ich muss Ihnen nicht sagen, was los ist. Sie wissen, wie es läuft. Da unten sind Menschen. Radikale, Augmentierte, die von der Welt ausgeschlossen wurden und glauben, die einzige Lösung bestehe darin, alles auf ihrem Weg zu zerstören. Ihr Schmerz mag berechtigt sein, vielleicht sollte man ihnen zuhören. Aber nicht bei diesen Bedingungen. Auch wenn die Welt vor die Hunde geht, wir stellen uns gegen das Chaos. Alle Gäste dort unten zählen auf uns. Enttäuschen wir sie nicht. Die Gebäude, krass. Aus einer anderen Welt. Direktor Miller, ich bin Nathaniel Brown. Danke, dass Sie die Sache diskret behandeln wollen. Wir hatten nicht wirklich eine Wahl. Sie haben mit dem Gesetz zur Unternehmenssouveränität gedroht. Ihre Abteilung in London hat einen ganzen Tag nach Bomben gesucht und nichts gefunden. Bomben sind nicht unsere einzige Sorge. Ich weiß, alle Speisen und Getränke wurden ersetzt. Ich habe zusätzliche Wachen von Davos engagiert. Und alle haben Anweisungen, mit Ihrem Team zu kooperieren. Glauben Sie mir, ich nehme diese Drohung sehr ernst. Warum sagen Sie das Event dann nicht ab? Das ist nicht die erste Drohung von Extremisten gegen Safe Harbor. Optimierungsbefürworter glauben, wir nutzen ihr Leid aus und fördern weitere Fehlschläge wie Golem City. Und die Optimierungsgegner finden den Gedanken furchtbar, dass Augmentierte in Frieden leben. Die Absage, die... Also ganz kurz, warum beim den Zwischensequenzen, was ja auch jetzt hier eine ist, zwar mehr am Gesprächsfluss, warum da die Untertitel mal so winzig sind und dann mal wieder so groß... Kann ich nicht beeinflussen, ja. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Also, man kann es schon lesen, so, ja. In 4K, haha. Ja, aber ich finde es doch schon ein wenig klein. So wie es jetzt ist, so kann man es gut lesen, auch von größerer Entfernung. Now you know. Dieses Events würde allen in die Hände spielen. Belehren, schimpfen, herausfordern, ja. Ja, ich nehme das. Diese Männer sind keine gewöhnlichen Extremisten. Sie haben Talos Rucker ermordet und schieben der Augmented Rights Coalition die Schuld zu, falls ihr heutiger Anschlag gelingt. Ist das wahr? Woher wissen Sie das? Das spielt keine Rolle. Wir sind hier, weil eine glaubhafte Bedrohung für Sie und Ihre Safe Harbor Konferenz vorliegt. Ja, die Frau im Hintergrund hat voll genickt. Sie wissen von Ihrer Kampagne gegen das Humanrestitutionsgesetz. Sie wollen, dass es durchgeht. Opferzahlen sind ihnen dabei völlig egal. Genau, der verliert dann Billionen, wenn es durchgeht. Agent Jensen, oder? David Seraph hat mir von Ihnen erzählt. Sie glauben es vielleicht nicht, aber auch ich rette heute Abend Leben. Das Leben Ihrer Leute. Auf der Gästeliste stehen mehrere Mitglieder des UN-Sicherheitsrats. Und ich werde Sie davon überzeugen, wie falsch dieses Gesetz ist. Talos Rucker konnte es nicht verhindern. Ich werde es schaffen. Ja, weil er jetzt tot ist. Wo treffen Sie sie? In einem sicheren Konferenzraum hinter der Empfangshalle. Ihre Männer in London haben ihn bereits durchsucht. Egal. Ich will den Raum selbst sehen. Und Agent Jensen soll sich mit Tavos Security absprechen, während der Rest meines Teams das Gebäude erneut durchsucht. Diskret. Versteht sich. Der Leiter unserer Tavos-Abteilung heißt Liam Slater. Er wartet in der Sicherheitszentrale auf Ihren Mann. Gehen Sie zu ihm, Agent.
und halten Sie MacCready und mich auf dem Laufenden. Mr. Brown, zeigen Sie mir den Konferenzraum. Okay, die Ladies sind dabei. In der SZ mit Liam Slater treffen. Ja, okay. Näher am Abgrund. Schauen wir mal kurz. Mit dem Wissen, dass die Söldner der Ark einen weiteren Anschlag anhängen wollen, kehrte Jensen nach Prag zurück, aber Ort und Zeit kannte er immer noch nicht. Unglücklicherweise galt in Prag das Kriegsrecht und es war nicht einfach, sich frei zu bewegen. Ja, hat man ja gesehen bei meinen Gameplay-Aktionen hier. Dennoch erfuhr er von Dwali-Gangstern, was er wissen musste, während Vega ein mögliches Motiv recherchierte. Die Verschwörer wollten, dass das Humanrestitutionsgesetz verabschiedet wird, aber der milliardenschwere Geschäftsmogul Nathaniel Brown machte Lobbyarbeit dagegen. Das Ausschalten von Brown bei seiner Konferenz in London bedeutete zwei mögliche Siege für sie, wenn Jensen und die TF-29 nicht eingreifen würden. Ja, wohl wahr. Achso, Moment. Jetzt hier mal einen kurzen Scan durchjagen. Okay. Aber hier kommt doch bestimmt der eine Typ mit seinem krassen Roboterarm. Alex, ich bin im Apex Center. Brown empfängt hier heute Abend Mitglieder des Sicherheitsrats, Sympathisanten der Opti-Rechte. Sie verstehen, dass sie um jeden Preis geschützt werden müssen. Janice? Haben Sie mich abgehört? Entschuldigung, aber die Lage schien es zu erfordern. Falls ich heute Ihren Rat brauche, frage ich Sie. Die Illuminaten haben schon einmal versucht, die menschliche Evolution zu steuern. Und jetzt wollen einige von ihnen ihresgleichen offenbar vollständig auslöschen. Wir müssen sie aufhalten. Brown und die Leute, die er heute trifft, könnten die einzigen sein, die dazu in der Lage sind. Adam, Janice hat recht. Abwarten. Janice, ich will dich mal sehen, wie du wirklich aussiehst. Jo, Leute. Aha. Ja. Ich habe auch keine Lust. Central Security Office. Ja, wie kann ich jetzt hier nicht... Willst du mich veralbern? Ich denke, ich soll mit dir reden. Oder muss ich hier rum? Warum soll ich denn das jetzt hacken? Seid ihr bescheuert? Oder muss ich hier? Ach so, meine Güte. Okay, alles cool. Gehen Sie weg. Der Zugang zu diesem Teil des Gebäudes ist gesperrt. Nur für Sicherheitspersonal. Chief Slater erwartet mich. Chief, genau. Er ist im Moment nicht da. Dringende Sache. Na klar, ist auf dem Klo oder was? Wegen dieser dringenden Sache bin ich hier. Genau. Tut mir leid. Für wen arbeiten Sie nochmal? Für den Geist. Reinlegen. Ihre Hände zeigen. Reinlegen natürlich. Ich habe einen Termin mit Liam Stevens. Chief Liam Stevens. Und ich habe nicht viel Zeit. Funken Sie ihn bitte an. Ich tue noch mehr. Sie warten hier und ich sage Stevens persönlich, dass Sie ihn sprechen wollen. Okay? Miller, MacReady? Tavos lässt mich nicht rein. Ich habe mit einer Wache gesprochen. Hier stimmt was nicht. MacReady, hat Tavos Sie schon kontaktiert? Negativ. Was merkwürdig ist. Mist. Wenn das Gebäude schon kompromittiert wurde... Egal. Wir machen weiter wie geplant. Jensen, gehen Sie in Slaters Büro und finden Sie raus, was los ist. Verstanden. Okay. Und das werden wir auch tun. Denn auf der Karte ist mir schon wieder zu viel rot. Schauen wir mal, was da los ist. Bis später.